Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zurück auf Phil und Sieben. Was geht denn ab? Es ist wieder Zeit für BSTV Classics und ein Wunsch von euch war das Video Das leere Zimmer WG Wars. Habe ich in den Kommentaren gelesen? Ja. Und du bekommst auch immer noch viele Nachrichten dazu. Ich werde da heute noch drauf angesprochen. Auf Mallorca erst. Stimmt, am Ballermann, ne? Ja, ja. Ja, man muss sagen, ist auch eine der besten WG Wars Folgen, die es bisher gab. Ja. Auch eine der aufwendigsten für Chris und mich gewesen. Ja. Ja, es ist eigentlich selbsterklärend. Wir gehen einfach mal rein. Oh, dass wir die scheißen, dass wir das auf YouTube hochladen. Natürlich! Und scheinbar doch. Scheinbar doch. Yo, episches Intro auch damals. Ja. Folge WG Wars und ja, ihr seid, glaube ich, heute Zeuge des krankesten, aufwendigsten und wahrscheinlich auch teuersten und fiesesten Pranks, den wir bisher gemacht haben. Was machst du da? Ist das der Ventilator von Phil? Das ist der Ventilator von Phil. Mein Ventilator, ja. Wir haben uns überlegt, da Phil heute unterwegs ist den ganzen Tag und der spätabends wieder zurück nach Hause kommt, dass wir einfach sein Zimmer ausräumen und haben heute Morgen eigentlich schon früh fleißig angefangen zu arbeiten. Ihr wisst ja, dass Phil nicht so der ordentlichste ist. Ja. Und wir dachten uns, wir verpassen jetzt mal den Denkzettel seines Lebens und räumen einfach sein komplettes Zimmer leer. Wir haben sogar tatsächlich die Spedition bezahlt, die das Wasserbett liefert. Und die holen das halt auch bei Umzügen und so wieder ab. Wir haben die halt für einen kompletten Tag bezahlt. Unfassbar. Wir haben das Bett heute Morgen abgebaut. Und das steht jetzt in einem Transporter hier hinten im Wendehammer. Also, ja, und jetzt muss halt der ganze Kram noch raus. Schreibt sich. Ah, es war so viel Arbeit. Ist das nervig. Und wenn der heute Abend wiederkommt, ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Alter. Digga, der wird ausfinden. Also ich überlege. Das Zimmer ist leer dann. Bei mir, wenn das einer machen würde. Also ich würde durchdrehen. Also ich wäre auch durchgedreht. Ja, das ist geisteskrank. Ich würde komplett ausrasten. Und wir haben das sogar schon mal besprochen oder die Idee gehabt. Aber niemand hat es irgendwie für möglich gehalten. Unrealistisch einfach. Dass es einer durchzieht und. Ja, da wir wussten, dass... Ja komm, lange Anmord reicht jetzt. Ja. Gut, fangt an. Die Idee ist klar. Wir machen das Unmögliche möglich. Genau, also, wir sind jetzt gespannt. Ja, wir nehmen euch jetzt im Zeitraffer mit, wie wir das Zimmer noch zu Ende leerräumen. Und dann warten wir auf Phil nachher. Tschüss. Eieiei. Ciao, ciao. Meine Sachen, ey. Bei Gott. Bei Gott. Ah, dieses schöne Zimmer. Und später muss alles wieder da rein. Ich hasse mein Leben. Ja, aber dann machen wir das ja nicht. Das Ding ist, er muss das ja alleine wieder reintragen. Ja, ja, ist klar. Boom, Lektion gelernt. Boom. Auch der Teppich muss raus. Ey, mein Teppich, Alter. Das hat so lange gedauert. Guck mal, das Gute war, Chris hat dann auch direkt so gefegt und sauber gemacht. Ja, ja. Also das sieht man gleich auch eigentlich noch. Gar nicht so schlecht. Oh mein Gott. Jetzt der Schreibtisch noch. Ah ja, klar, Sideboard. Ja, natürlich. Mh, klar. Ja, hau weg einfach. Nee, brauche ich ja nicht. Jo, liebe Leute, ja, ich bin mächtig durchgeschwitzt. Der Großteil ist getan. Ne? Der Großteil ist getan, das Zimmer ist wirklich schon nahezu leer. Wir zeigen euch jetzt mal, was schon alles raus ist und was noch raus muss. Nee, das ist wie bei der Besichtigung damals. Digga, es ist wirklich, also wir haben das Bett. Ey, Fun Fact. War das nicht auch das Zimmer, bevor wir eingezogen sind, wo Christoph Krachten gekifft hat? Ja, ja, ja. Ja, oder? Ja. Christoph Krachten, damaliger CEO von Mediakraft, hat in meinem Zimmer gekifft. Ja, bevor wir da eingezogen sind, ne? Ja, genau, dass es noch leer war. Schlüssel bekommen. Ja. Und da wollte der für Clickzoom, glaube ich, damals... So ein Aufklärungsexperimentsvideo, ne? Und der brauchte irgendwie einen neutralen Ort, an dem man... der nicht zurückverfolgbar war. Ich weiß gar nicht, warum er damals so einen Akt daraus gemacht hat. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, weil es wahrscheinlich einfach offiziell verboten war. Ja. Irgendwie, ich weiß es auch nicht. Irgendwie hatte er einen Grund, warum er an einem neutralen Ort sein musste. Ja, und das war mein Zimmer. Ja. Ja, liebe Grüße. Heute Morgen, der Fernseher ist raus, das Sideboard ist raus. In der Garage alles. Hier alles mögliche. Ah, oh, Kleiderschrank auch noch.
Die Klamotten sind raus, der Großteil, der Stuhl ist raus, sein Rechner ist weg. Schreibtisch und Schrank fehlt halt noch, ne? Schreibtisch und Schrank, und das werden wir natürlich auch noch machen. Das bringen wir in der Garage am besten, oder? Ja, wie in rechts, einfach alles runter. Wir haben noch ein paar Sachen im Arbeitsraum verstaut. Genau. Das meiste in der Garage, weil wir wollen ihm natürlich das hochtragen und so weiter so schwer wie möglich machen. In der Hoffnung, dass er endlich mal ausmistet. Das wird dann eine lange Nacht, ne? Auf jeden Fall machen wir jetzt eine kurze Pause. Ich bin auf jeden Fall richtig gearscht. Ja, und gleich dann noch hier Endspurt, ne? Hier Endspurt, ne? Wie spät haben wir jetzt gerade? Warte. Ja, Viertel nach sieben. Viertel nach sieben, ja. Wir haben locker noch Zeit, so locker 3 Stunden ungefähr, bis er da ist. So, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war. Nee, ich auch nicht. Also wirklich, das alles lässt, dann sauber. Aber es muss ja irgendwas Langes gewesen ja. sein. Dann hat sich das sogar gelohnt für ihn. Dann hat sich das sogar gelohnt. Und, boah, Alter, ich schwör's dir, der wird so ausflippen. Ne? Hier ist ja wirklich, guckt euch das mal an, dreht doch mal einmal um. Hier ist ja wirklich gar nichts mehr drin. Aber gar nichts mehr. Aber gar nichts. Geht an die großen Möbel, bis gleich. Klar. Digga. Was für ein scheiß Aufwand. Ja. Unerträglich. Jetzt ist es auch dunkel schon. Schneller! Wichtig ist natürlich, dass Spiel sich in seinen neuen 4 Wänden auch wohlfühlt. Ja. War nett. Damit er den neuen Platz auch richtig nutzen kann. Richtig. Damit er schön vielleicht inspiriert ihn das für eine neue Aufstellung der Möbel. So Feng Shui ist. Vielleicht tun wir ihm damit ja einen Gefallen. Gute Idee auch zu reden, während man saugt. Ja, ne? Stimmt. Das war stark. Jo, liebe Leute, da sind wir. Also das hier ist Phils Zimmer mit nichts drin. Also ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Eine Sekunde. So, das hier, ne, ist ja der Flur. Ne, da kommen wir hoch. Hier ist Bastis Zimmer. Und das hier, meine Damen und Herren, ist Phil. Ah, die Wohnung war schon ganz geil, ey. Die Wohnung war nice. Ja, da komme ich rein und Möbel sind nicht da. Ja, das ist doch irgendwie... Ne? So an. Ey, Digga, das war wirklich herausragend. Das ist der heftigste und aufwendigste Prank, den wir bisher gemacht haben. Das war die beste Idee unseres Lebens. Ja, komm, nicht so lange Quatsch. Wir haben ein bisschen zu lange moderiert. Wir haben viel geredet immer, ja. Mhm. Vor allem dein Zimmer ist leer. Er war auch den ganzen Tag, heute Morgen um 6 Uhr ist er hier los, ja. Und war den ganzen Tag unterwegs, wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Schweine sind auch mal von 6 bis 11 unterwegs. Schweine haben auch mal 17 die Stunden. Sind so lange unterwegs. 17 Stunden Tage, ja. Bis sie nach Hause kommen. Ey. Okay. So, wir machen uns jetzt ready. Warten, bis er da ist. Und das wird auf jeden Fall eine geile Überraschung. Tschüss. Boah, das weiß ich noch. Dieses Warten im Zimmer. Dieses Warten im Zimmer, bis du nach Hause kommst. So schön. Er kommt. Scheiße, ich halte das nicht aus. Er kommt. Okay, jetzt. Scheiße. Ich will dieser Moment jetzt. Dieser Moment jetzt. Dieser Moment jetzt. Alter! Boah, das muss so komisch sein. Das muss auch so komisch sein, wenn du einfach in dein Zimmer kommst. Ja, so. Einfach, du kommst nach Hause, ist ja das Normalste der Welt, wirklich? In dein Zimmer zu kommen. Du denkst, du hast null Gedanken in dem Moment im Kopf. Weil das. Und dann kommst du da rein, das ist leer. Das muss ich doch, also ich kann das Gefühl mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe auch echt erstmal so, also es hat sich länger angefühlt, das war wahrscheinlich gar nicht so lange, aber es hat sich angefühlt, das hätte ich so 10 Sekunden gebraucht, das erstmal zu realisieren. Aber war dann sofort klar, dass es ein Prank sein muss? Ja, oder? Ja, also ja, was sonst? Eine andere Option gab es ja. Kann ja nicht sein, dass ein Einbrecher kommt und nur mein Zimmer komplett klaut. Ja. Alter! Das war so, hä? Alter! Und dann, ja, okay, das ging schon relativ schnell. Was soll die Scheiße? Was sind meine scheiß Sachen, Alter? Hä? Hä? Was soll die Scheiße? Was denn? Wie es auch halt, weil das so leer ist. Fick, Mann, Alter. Kamera, Alter. Weißt du, soll das lustig sein, oder was? Ja, was denn? Ist das ein Demo, oder was? Wo
Wo ist mein scheiß Bett? Hey, hey, hey! Alles gut, ey! Was kriegen wir? Ja. Der arme Rucksack. Ja. Dreimal wurde er jetzt schon weggedonnert. Hey, guck mal, wir haben 10 Euro gemacht, ey! Wir haben doch nur 10 Euro, Alter! Entspann dich doch mal, Alter! Ohne Scheiß! Digga, komm, red nicht ab! Ich dachte, du findest das lustig, Mann! Alter, ja, ich geb dir gleich lustig! Ey, entspann dich doch mal, Digga! Ich geb dir gleich lustig! Lustig, nur gesaut! Fickt euch! Die Sachen. Hey, Digga! Die Sachen hoch! Komm, wir zeigen dir, wo die Sachen sind! Komm! Fickt euch, Alter! Komm hoch, Alter! Wenn es Runde geben wird, dann steht die Scheiße wieder! Pack die scheiß Kamera weg! Boah, eine halbe Stunde ist wenig Zeit, die ich euch gegeben hab. 2-3 Stunden, dann steht das wieder! Ja, dann habt ihr 2-3 Stunden! Ja, und was machst du in der Zeit? Ja, in der Zeit schaust du mal nach! Chillst du ein bisschen am Laptop? Ey Junge, das kriegen wir in 2-3 Stunden alleine nicht hin. Ja, 2-3 Stunden alleine, ich zünder ihr Zimmer. Was? Das ist die Scheiße, dass sie das auf YouTube hochladen. Natürlich! Ja, jetzt wo wir es gemacht haben. Ey, weißt du, wie viel Arbeit das war? Was für eine Überreaktion, aber auch dann trotzdem direkt im anderen Zimmer anzuzünden. Ja. Du hast doch schon ins Zimmer gebracht, ey. Das ist doch richtig krass, Alter. Boah, was? Das ist doch nicht mehr lustig, Alter. Warte mal. Aber wir hatten doch mal eine Idee. Warte. Wir hatten doch mal eine Idee. Phil, guck mal. Wenn du rausgehst, hinten im Wendehammer, da steht so ein weißer Transporter, da ist ein Bett drin. Ja, das sind wirklich? Die Leute, die das abgebaut haben. Die wollen das wieder auf. Jetzt soll ich da hingehen und die Teile einzeln wieder rüber ziehen? Ja, genau, ja. Das sollst du tun. Diese dreckige Lache, Alter. Fresse, Alter. Wir sind eine Stunde wieder lang gestrickt. Ey, das geht nicht. Also, der Prank jetzt funktioniert oder nicht? Ja. aber guck mal. Schon wieder eingeräumt. Wieder da ist es wieder unordentlich. Philipp! Wir haben uns die Mühe. Alter, der ist so sauer. Ja. Wärst du nicht sauer? Ich wär auch sauer. Alter Leute, das war echt die heftigste The Gamers Reaction ever. Wir werden jetzt natürlich. Das Zimmer war echt schon scheiße. Ja. Also, aber wir machen das Zimmer ja wieder fit. Wir haben ja nicht umsonst die Spedition noch den ganzen Tag bezahlt. Das Bett aufbauen dauert für die irgendwie eine Stunde. Ja, 2, okay. Ja, mit dem Wasser und also ja, aber den Rest, wir werden jetzt eine kleine Schicht einlegen. Ja, das haben wir auch alles eingebunden. Ja. Also wenn Phil so 2-3 Stunden Geduld hat, steht das Zimmer wieder. Ja. Wir haben noch 4-5, ja. Ja. Ja, ich glaube, es waren schon 4 eher. Für mich, das war für mich die geilste WG-Maus-Folge. Für mich nicht. Wenn es nachher wieder steht alles und so wie es war und dann noch sauberer als vorher ist, dann wird er, glaube ich, auch nicht mehr so angepisst sein. Richtig, das liegt jetzt an uns und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Jetzt machen wir mal hier die Endcard. Genau. Die Endcard, natürlich. Falsche Richtung auch gezeigt. Ja. Hier. Wir bauen das Zimmer wieder auf. Und hier kommt ihr zu einem unserer coolsten Pranks, nämlich unserem Bravo-Prank. Unserem Bravo-Prank, wo ich übelst auf die Schippe genommen wurde. Ich glaube, das ist seit heute nur noch die zweithäftigste Reaction. Ne? Richtig. Also unbedingt abchecken und wir sehen uns kommenden Shitwoch wieder. Bis dahin. Am Shitwoch sehen wir uns wieder. Crazy. Crazy, crazy, crazy. So oft werde ich darauf angesprochen. Wie angepisst warst du? Wie angepisst warst du? Du warst sauer, ne? Du warst richtig sauer, ne? Wie sauer warst du, Bro? Scheiße, Alter. Was hast du gedacht, als du reinkamst? So oft. Ja, war aber auch legendär. Ja, legendärer schon. Prank. Schon. Ja, oft kopiert, nie erreicht. Ja. Dieser WG Wars haben wir schon einige Banger rausgehauen. Kann man WG ja Wars sagen. War schon auf jeden Fall eine Ansage damals. Ja, ist so. Geil. Hat Spaß gemacht, Leute. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Jawohl. Denn nicht so wie damals, als wir nur peinliche 2 Videos die Woche gemacht haben. Ja. Gibt's ja hier aktuell schon seit über 2 Jahren. Oder ziemlich genau 2 Jahren. Seit fast 2 Jahren. Jeden Tag. Jetzt bald haben wir wirklich 2 Jahre voll, ne? Ja, ne? Wir haben das nochmal nachgeschaut. Dann müssten wir dann schon richtig, da, 2 Jahre wären ja dann schon über 730, ja. 730 Reactions. Ja. Warte, ich gucke jetzt nochmal, wann Geburtstag ist. 13. Juli 22. Oh, kurz vor meinem Geburtstag. Boah, und heute ist der 13. Juni. In einem Monat. Exakt in einem Monat haben wir Alter. Die 730 voll. 2 Jahre dann schon. Durchgeballert, Leute. Durchgeballert, ne? Ja, was ist los? Wir sehen uns morgen wieder, ne? Bis morgen. Ciao.